Jetzt willst du mich suchen? Nicht reinpinkeln? Aua! Extremreporter Harro Füllgrabe besucht die DLRG Rettungshundestaffel Starnberg. Die Rettungshunde werden immer dann eingesetzt, wenn Menschen am Wasser und in undurchdringlichen Gebieten verschwinden. Die sogenannten Mantrailer und die Flächenspürhunde werden darauf trainiert, dem Geruch der vermissten Person zu folgen und sie aufzuspüren. Ihr heutiges Ziel? Harro. Der macht sich auf den Weg und versucht, die DLRG-Vierbeiner auf die falsche Fährte zu locken. Okay. Immer auf dem Weg, das dürfte leicht sein. Trailerhund. Aber wenn ich jetzt hier in den Wald reingehe, dann wird es richtig schwierig. Während Harro durch das Unterholz schleicht, haben die Mantrailerhunde der DLRG-Hundestaffel bereits erschnüffelt, wo Harro verschwunden ist. Servus! Der Riddick ist da rein und wir sind etwa bis zu dem Baumstamm. Der wäre weiter vorwärts gelaufen, aber das war wirklich zu viele Schlingen und Kram. Und jetzt würde ich denken, müsst ihr da mit der Fläche schauen, dass ihr weiterkommt. Alles klar. Dann suchen wir da mal das Gebiet einfach weiter. Immer tiefer dringt Harro in den Wald ein. Dorthin können ihm die Mantrailerhunde nicht folgen. Jetzt ist Spürnase Jambo dran. Der vierjährige Schäferhund steht kurz vor seiner Prüfung zum Flächensuchhund. Das bedeutet, er ist besonders darauf trainiert, weite Flächen eigenständig abzusuchen. Dafür muss ihm Ausbilder Christoph von der Leine lassen. Doch Jambo ist so gut trainiert, dass er nicht losrennt, sondern ausschließlich auf die Kommandos seines Herrchens hört. Mit bloßem Auge ist Harro längst nicht mehr zu sehen. Auch hören kann man ihn nicht. Doch eine Spur hinterlässt er doch. Seinen Geruch. Und Jambos Nase ist so fein, dass sie selbst tagealte Gerüche noch verfolgen kann. Eine Glocke am Halfter hilft Ausbilder Christoph zu hören, wo sein Hund gerade ist. Eine Prise Puder zeigt an, woher der Wind weht. So kann Christoph Jambo zeigen, in welche Richtung er suchen soll. Auf Kommando geht's los. Jambos Ziel? Harro. Es ist schwer zu sagen, wie lange der braucht. Ich meine, ich habe ja auch meinen Stolz und meinen Ehrgeiz. Ich habe mich jetzt hier nicht umsonst durch die ganzen Brombeersträuche gekämpft. Schwer zu sagen, aber im Endeffekt ist es ja wichtig, dass der Hund einen findet. Jambo findet. Mit lautem Gebell zeigt er an, dass er Harro gefunden hat und führt so das DLRG-Team zum Fundort. Eine tolle Leistung. Ja, fein. Jetzt darfst du. Ja klar, super hast du das gemacht. Und das hat ja überhaupt nicht lange gedauert. Das ging richtig fix. Ja. Dabei habe ich mich doch gut versteckt, oder nicht? War nicht gut genug. Gemeinling hier. Hey, komm her, Jambo. Super. Super hast du das gemacht. Ganz toll. Was mich persönlich interessiert, er soll ja durch Bellen anzeigen, dass er jemanden gefunden hat. Ja. Hat er ja gemacht. Ja. Macht er immer noch. Macht er immer noch. Das hat er auch während des Suchens gemacht, zwischendurch immer gebellt. Ist das normal oder ist das ein Charakterzug? Das ist tatsächlich so ein Charakterzug. Also wir haben Hunde, die sind ganz, ganz leise. Man hört nur die Glocke, bis sie bei der vermissten Person sind und bellen dann. Er redet halt gern. Er hat immer irgendwas zu sagen und immer irgendwas mitzuteilen. Das ist einfach seine Art, Stress abzubauen, zu suchen, Spaß zu haben. Das gehört einfach dazu. Jetzt macht er zum Beispiel eine reine Anzeige. Das hat jetzt mit dem Spielen an sich nichts mehr zu tun. Also so ein bisschen, weißt du was, mein lieber Jacko? Das mit dem Mitteilungsbedürfnis sein, das haben wir gemeinsam. Ja? Ich rede ja auch immer so viel. Ja, genau, sag ich auch. Hast du super gemacht. Ja. Feierabend. Gut gemacht. Super. Ja, gut. Also ich finde es fantastisch. Und wenn ihr zu Hause zufällig Hundebesitzer seid, ja, dann kommt doch einfach mal vorbei oder meldet euch bei einem der Ortsvereine der DLRG.
Wir haben immer Interesse daran, dass man vielleicht sogar auf Hilfe zurückgreift, den Hund ausbilden lassen oder was auch immer. Selbst wenn ihr keinen Hund habt, sondern Hunde liebt, könnt ihr vorbeikommen und euch mit einbringen, ehrenamtlich helfen. Und wenn ihr keine Zeit habt oder es irgendwie sonst wie nicht möglich ist, dann ist auch immer wieder eine Spende herzlich willkommen. Denn all das kostet natürlich auch Geld. Also, wenn ihr Lust habt, helft uns. Und ich finde es einfach eine tolle Sache und es hat alles funktioniert. Bis zum nächsten Mal.